Max Müller ist ein österreichischer Schauspieler und Sänger, geboren und aufgewachsen in Kärnten. Er lebte ein künstlerisches Leben voller Herausforderungen und Leid. Mit vielen verschiedenen Aspekten seiner Karriere und Liebe. Max Müller begann sein Schauspiel- und Gesangsstudium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Während seines Studiums freundete er sich mit Edith Nortek, Charlotte Grubenmann und dem Kammersänger Walter Berry an, die eine enge gemeinsame Leidenschaft für die darstellenden Künste teilten. Er hatte wiederkehrende Rollen in beliebten Fernsehserien wie Der Clown und Bernds Hexe und fungierte seit 2002 als Sheriff und späterer Polizeichef Michi Moore in The Rosenheim Cops. Darüber hinaus spielte Max Müller auch in Filmen wie Fleischwolf und Alles Walzer mit. Sein Erfolg beschränkte sich nicht nur auf sein eigenes Land, sondern fand auch international Anerkennung, da er zu Filmfestivals in Toronto, Montreal, Wels und Hof eingeladen wurde. Max Müller war nicht nur Schauspieler, sondern 7 Jahre lang auch prominentes Mitglied des Orchesters des Theaters in der Josefstadt in Wien. Seine Multitasking-Fähigkeit stellte er 2002 unter Beweis, als er beim Kärntnischen Sommer sein Operndebüt in der Titelrolle des Franziskus in der Oper Kathedrale gab. Neben Schauspiel und darstellender Kunst ist Max Müller auch als Baritonsänger tätig, was die Vielseitigkeit und Mehrdimensionalität seiner künstlerischen Karriere zusätzlich unterstreicht. Sein Leben war voller Härten und Herausforderungen, aber trotz alledem behält Max Müller seine Leidenschaft und Liebe für die darstellenden Künste bei. Max Müllers Persönlichkeit und Vielseitigkeit zeigten sich nicht nur auf der Bühne und Leinwand, sondern auch in seinem künstlerischen und musikalischen Schaffen. Mit seiner unverwechselbaren Baritonstimme erregte er die Aufmerksamkeit von Publikum und Fachleuten im Bereich der darstellenden Künste. Neben den Erfolgen in seiner künstlerischen Laufbahn hielt Max Müllers Privatleben auch viele Herausforderungen bereit. Mit ihm waren viele Liebeskummer verbunden, die seinem Schauspiel Tiefe und Emotion verliehen. Diese persönlichen Erfahrungen könnten die Art und Weise beeinflusst haben, wie er Charaktere auf der Bühne und auf der Leinwand verstand und darstellte. Max Müllers Schaffen beschränkte sich nicht nur auf Schauspiel und Musik, sondern erstreckte sich auch auf die Kinematografie. Werke wie Fleischwolf und Alles Walzer sind nicht nur das Ergebnis eines herausragenden Schauspielers, sondern auch eine Demonstration seiner vielfältigen Talente in der Filmbranche. Durch die Teilnahme an internationalen Filmfestivals hat Max Müller seinen Namen über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht und seine Statur und seinen Einfluss in der internationalen Künstlergemeinschaft unter Beweis gestellt. Obwohl sein persönliches und künstlerisches Leben Höhen und Tiefen hatte, setzte sich Max Müller weiterhin für die Entwicklung der darstellenden Künste und des Kinos ein und leistete einen Beitrag dazu. Seine Leidenschaft und sein Talent haben Max Müller in der Kunstbranche ausgezeichnet und einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen von Publikum und Kollegen hinterlassen. Neben seiner schauspielerischen und musikalischen Karriere hat Max Müller auch eine starke Bindung zu den Bereichen Oper und klassische Musik. Mit seiner Hauptrolle in der Oper Dom beim Kärntnischen Sommer 2002 stellte er seine Vielseitigkeit nicht nur als Schauspieler, sondern auch als vielseitig begabter Künstler unter Beweis, der sich in viele Genres unterschiedlicher Künste integrieren kann. Außerdem war Max Müller 7 Jahre lang wichtiger Teil des Orchesters des Theaters in der Josefstadt in Wien. Diese Teilnahme verschaffte ihm nicht nur neue Erfahrungen im Bereich der Theateraufführung, sondern half ihm auch, die Vielfalt und Komplexität der darstellenden Künste besser zu verstehen. Das Leben von Max Müller ist nicht nur ein Bild des Erfolgs, sondern auch eine Reise voller persönlicher Herausforderungen und Triumphe. Der Schmerz der Liebe und die Nöte des Lebens haben ihm möglicherweise geholfen,
die Menschen besser zu verstehen und auf der Bühne tiefere Darbietungen zu schaffen. Darüber hinaus beweisen Max Müllers Rollen in Fernsehserien wie The Rosenheim Cops seine Einzigartigkeit in der Integration mit unterschiedlichen Charakteren. Als Polizeichef Michi Moore verlieh er der Figur Authentizität und Einzigartigkeit und erregte damit die Aufmerksamkeit des Publikums. Durch Höhen und Tiefen in seiner Karriere und seinem Leben macht sich Max Müller weiterhin einen Namen in der Kunstbranche und ist eine Quelle der Inspiration und Ermutigung für Kunstliebhaber auf der ganzen Welt. Im Jahr 2002 bewies Max Müller erneut seine Klasse und sein künstlerisches Format, als er beim Kärntnerischen Sommer in der Oper Cathedral in der Hauptrolle des Franziskus mitwirkte. Also eine reflexive, symmetrische und transitive Relation heißt Äquivalenzrelation. Und jetzt passiert das Folgende. Ich verwende jetzt mal eine bisschen seltsame Sprechweise, sollte man nicht verwenden, vielleicht, aber ich sage es trotzdem mal. Wenn Sie sich als Menge hier betrachten und, jetzt kommt's, ich wende einmal die Äquivalenzrelation sitzt in der gleichen Reihe wie auf Sie an, dann zerfällt die Gesamtmenge in disjunkte Teilmengen von Elementen, die alle in Relation zueinander stehen. Anders gesagt. Alle Personen hier, die in einer Reihe sitzen, stehen in Relation zueinander. Sie zu ihm, sie zu ihr, sie zu ihm, sie zu ihm, sie zu sich, sie zu ihm, sie zu ihr und so weiter. Also alle, die in einer Reihe sitzen, stehen in Relation zueinander. Und es gibt keine relationale Beziehung zwischen Elementen zwischen verschiedenen Reihen. Sie sind alle schön separiert. Ja? Jede Reihe besteht aus Elementen, die alle zu sich in Relation stehen. Das heißt, jede dieser Reihen hier bildet eine sogenannte Äquivalenzklasse. Wir haben eine Klasseneinteilung gemacht, wir haben eine Relation und wenn es eine Äquivalenzrelation ist, dann zerfällt die Gesamtmenge in disjunkte Teilmengen der Art, dass jedes Element der Menge in genau einer dieser Teilmengen drin ist und innerhalb einer Teilmenge stehen alle Elemente in Relation zueinander. So, das ist das Schöne an einer Äquivalenzrelation. Bitte? Ja, Ekstase, genau. Okay. Jetzt gebe ich Ihnen noch einen weiteren Begriff, ohne das jetzt großartig auszuführen. Das machen Sie dann in der Übung. Eine reflexive, antisymmetrische und trans